Kabul. Reporterlegende Fritz Orter über eine der gefährlichsten Städte der Welt, aus der er jahrelang über den Afghanistan-Krieg berichtet und die er schon in den 60er Jahren bereist hat. Willkommen beim Weltjournal, meine Damen und Herren. Willkommen in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. In diesem 3,5 Jahrtausende alten Schmelztiegel der Traditionen und Kulturen Indiens, Zentralasiens und Persiens. Seit fast 40 Jahren konfrontiert mit Krieg und Bürgerkrieg und heute wieder terrorisiert von den Taliban. Dieses mein Kabul, aus dem ich während der Kriegsjahre berichtete, möchte ich Ihnen heute zeigen. Mit meinem Fahrer Salahuddin unterwegs in Kabul. Eine Herausforderung für Kopf, Herz und Seele. Am schönsten ist Kabul von oben. Unten der tägliche Dauerstau, Verkehrschaos. Überforderte und auch korrupte Polizisten. Müllberge und erschreckende Armut. Eine 4-Millionen-Stadt der Kontraste. Schmucke Neubauten, Symbole und Stolz des Neubeginns aus Kriegsruinen. Inmitten alter Tradition und Lehmkarten auf Berghängen, je höher, umso ärmer. Kein Bild ohne Drehgenehmigung. Viele Wege führten mich nach Kabul. Der abenteuerlichste im Herbst 2001, kurz vor dem Sturz der Taliban. Über den Hindukusch in kaputten Autos, hilflos dollargierigen Fahrern ausgeliefert. Über einsturzgefährdete Behelfsbrücken, durch reißende Flüsse dem Traumziel entgegen. Über Geröllhalden, die vermeintliche Straßen waren. Sehnsuchtsort Kabul. In Baburs Garten. Nach den Kriegswirren wieder aufgebaut. Die Oase des Gründers der indo-islamischen Mogul-Dynastie. Heute wieder ein beliebtes Ausflugsziel. Baburs Museum. Kabuls erster Hippie, nennen ihn manche. Ein Freund von Alkohol und Haschisch, vor 450 Jahren 46-jährig gestorben. Begraben in seinem Lieblingsgarten. Nach seinen Worten der schönste Platz unter alles Himmel. Die legendäre Flower Street hier in Kabul gibt es noch immer, wenn auch ohne Flower Power der späten 1960er und 1970er Jahre, als sie die Hippies auf ihrem Trip nach Indien Station machten. Pflanzen und Blumen für Hochzeitsgesellschaften, ein Farbtupfer. Eine floristische Augenweide im sonst so staubverhüllten Kabul. Die Chicken Street, der ehemalige Hühnerbazar, nur heute ohne Hühner. Die geschäftstüchtigen Teppichhändler sind noch da und warten auf Kundschaft. Abdul Hakim seit 60 Jahren.
Als die Hippies kamen, war es ganz gut. Sie haben Autos mitgebracht und verkauft und haben dafür Kleider und Teppiche eingekauft. In den Schneidereien haben sie Bestellungen aufgegeben. Ein gutes Geschäft. Aus und vorbei. Den Händlern in der Chicken Street fehlen heute die kaufkräftigen ausländischen Kunden. Die nach westlichem Vorbild eingerichteten Geschäftsstraßen, zu gefährlich. Schmuckhändler Abdul Majid klagt. Das Geschäft geht schlecht, auch wegen der Angst vor Selbstmordattentätern. Aber ich hoffe, dass es in der Zukunft wieder gut wird. Kabul, eine der meist verbarrikadierten Städte der Welt. Auch mein Hotel, aus gutem Grund. Zweimal wurde es bisher von den Taliban gestürmt. Kriegsstimmung in Kabul. Die Taliban schlagen zu, wann und wo immer sie wollen und können. Verabredung mit einem einst Mächtigen der Taliban unter Polizeischutz. Wiedersehen mit Abdul Salam Saif, bis zum Sturz der Taliban-Regierung 2001 deren Sprecher. Nach 3,5 Jahren Guantanamo, am Stadtrand von Kabul, heute Lehrer in einer islamischen Gelehrtenschule. Die meiste Zeit bin ich hier. Ich gehe nicht in die Stadt, ich fahre auch nicht viel im Land herum. Sie wissen, die Situation in Kabul und in Afghanistan ist nicht gerade geeignet für Reisen. Aber in diesem Stadtteil bin ich sicher. Von importierter Sicherheit und Demokratie hält der Schwarzturbanträger wenig. Wenn die Afghanen sich verbünden, einander respektieren, die Rechte der anderen anerkennen und ausländische Einmischung in Afghanistan stoppen, dann wird die Zeit des Ausgleichs kommen und die Menschen werden zueinander finden. Abdul Ayas Mohmoudi, Kommandant einer Eliteeinheit der Polizei im Zentrum Kabuls, sieht diesen Zeitpunkt noch nicht gekommen. Unsere wichtigste Aufgabe in der Kabuler 101. Asmai-Kommandozone sind schnelle Einsätze bei internen Terroranschlägen und Selbstmordattentaten. Auch bei geplanten Anschlägen und dergleichen. Kabul unter Dauerbeobachtung auch aus der Luft. Aber Sicherheitsgarantien kann auch Ashraf Ghani, der 2014 gewählte Präsident, nicht geben. Und auch kein Ende der Flüchtlingsströme versprechen in den Slumvierteln der Ärmsten der Armen. Hier sind wir im Kabul des Flüchtlingselends, im Kamba-Viertel im Norden der Stadt. Hier vegetieren die Gestrandeten des Krieges, die unschuldigen zivilen Opfer, die zwischen die Fronten geraten sind. Gastfreundschaft bei den Elendsten der Elenden. Kriegsflüchtlinge und deren Kinder aus den Provinzen, die sich keine Flucht in westliche Staaten leisten können. Wir arbeiten hier als Tagelöhner, ich auf einer Baustelle.
Wir leben in diesen Ruinen, arbeiten für Fremde, schlichten Ziegelsteine oder sammeln Müll. Wir haben keine Klinik, keine Schule. Wenn hier jemand krank wird, ist es schwierig, einen Arzt zu finden. Und der verlangt 200 bis 300 Afghani. Die haben wir nicht. Afghani, umgerechnet 3 Euro, haben sie nicht. Eine verlorene Kindheit im Müll. Ohne Zukunft, die einzige Hoffnung, ein Lichtblick. Sie haben es besser. Schüler des Nationalen Instituts der Musik. 250 Schüler, unter ihnen auch Mädchen, für die Taliban ein Tabu. Auch Waisen und Straßenkinder aus allen ethnischen Gruppen, Pashtunen, Tadschiken, Usbeken. Die Geschichte der Musikerziehung in Afghanistan ist sehr eng mit Österreich verbunden. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren gründete eine Gruppe österreichischer Musiker ein Programm für die Musikerziehung der afghanischen Jugend. In 2014 versuchten die Taliban, unsere Kinder zum Schweigen zu bringen, als sich ein Selbstmordattentäter während einer Vorstellung in die Luft sprengte. Aber trotz dieses Angriffs und dieser Drohung unterstützen die Familien weiterhin die musikalische Ausbildung ihrer Kinder. Und der Selbstmordattentäter hinter meinem Rücken hat mich zusätzlich motiviert, das Recht unserer afghanischen Kinder auf Musik zu sichern. Aaron Copland in Kabul, wenn auch noch dissonant bei der Probe, aber ein völkerverbindender musikalischer Gruß. Eine Idylle nahe einem der schauerlichsten Verbrechen in Kabul, festgehalten auf Handyvideos. Das grausame Ende einer Koranstudentin nahe dem Shah Dum Shamshaira Schrein. Ein Denkmal erinnert an Falkunda, Opfer eines Lynchmordes im März 2015. Sie hatte den Verkauf von Talismanen in der Umgebung des Schreins kritisiert und wurde der Blasphemie beschuldigt und wurde von einem Mob erschlagen und verbrannt. Die Polizei schaute zu. Falkundas Begräbnis, ein Aufschrei gegen die Knechtung afghanischer Frauen. Wir sind konfrontiert mit Gewalt und besonders mit Gewalt gegen Frauen und auch Gewalt in vielen anderen Bereichen. Das kann man als Ergebnis eines 40 Jahre langen Kriegs verstehen. Aber auch dann, wenn man die Geschichte der Frauen in Afghanistan vor Beginn dieses Kriegs ansieht, stellt man fest, dass sie keine schöne Geschichte hatten. Die
Die preisgekrönte Regisseurin und Produzentin will in ihren Filmen und Dokumentationen Afghanistans unterdrückten Frauen eine Stimme geben. Der zerschossene Darul Aman-Palast, auf Deutsch sicherer Hafen. Ein Symbol fehlgeschlagener Versuche, Frieden nach Afghanistan zu bringen. Die Fahrt durchs liebliche Panjshir-Tal, bei aller wildromantischen Schönheit, auch ein Tal des Krieges. Die Relikte der schmachvoll gescheiterten Sowjetinvasion 1989. Zwei Autostunden entfernt von hier wüten heute die Terroristen der Taliban und des IS. Im geschäftigen Treiben der Geldwechsler von Kabul sehe ich keine Mädchen mehr in Miniröcken wie in meinen Jugendtagen, als ich hier versuchte, Pashto und Dari zu lernen. Ein stilles, ruhiges Plätzchen zum nachdenklichen Verweilen im hektischen Kabul. Der britische Friedhof. Friedhof der Imperien hat man Afghanistan genannt. Dieses zerklüftete, zerstrittene, wildromantische Land, das zu befrieden auf Dauer keiner ausländischen Macht gelungen ist. Auch nicht den Amerikanern in ihrem 13 Jahre langen Krieg. Hier schlafen sie ihren ewigen Schlaf. Die Weltenbummler, die es an den Hindukusch verschlagen hat. Deutsche, Franzosen, Briten. Und die Vergessenen. Abdul Sami, der Friedhofswärter, wacht über seine Toten im vor 140 Jahren von den Briten angelegten Friedhof. Schon sein vor 6 Jahren verstorbener Vater war Hüter der Gräber der Ungläubigen. Als ich ihn bei unserem letzten Treffen fragte, ob er damit Probleme hätte, meinte er lakonisch: Tot sind wir alle gleich. Tod und pralles Leben. Die Motive des Malers Ehsanuddin Rustaki, ein Tabubrecher. Ausgebildet im sowjetischen Leningrad, ein Bewunderer von Ilja Repin mit Vorliebe für weibliche Schönheiten und orientalische Geheimnisse und in Kabul Verbotenes. Nein, solche Sachen sind hier unverkäuflich. Wir können es nicht erzwingen, aber die Leute zeigen großes Interesse. Denn auch das gehört zur Kultur unseres Landes. Manche schämen sich, aber andere
sind sehr aufgeschlossen. Kafka in Kabul. In einem Land mit 80% Analphabeten. Im Angebot auch Hitlers Mein Kampf. Mein Lieblingsbuchhändler. Eine Fundgrube aus Kabuls vergangenen Tagen. Das ist ein sehr teures Buch. Ein altes Buch. Es kostet jetzt mehr als 100 Dollar. Aber das kommt sie billiger als bei Amazon zu bestellen. Dort kostet es mehr als 160 Dollar. Das ist nicht mein Kabul, aber auch das ist Kabul. Das Kabul der Drogensüchtigen, die hier unter einer Brücke inmitten von Dreck und Gestank vegetieren. Und manche kommen hierher nicht nur um zu kiffen, manche kommen auch, um hier zu sterben. Verlorene unter der Bulle-Suchter-Brücke. Zehn Prozent der Bevölkerung in Afghanistan sind inzwischen drogensüchtig und so mancher hat sich längst aufgegeben. Wenn ich eine starke Droge nehme, könnte ich noch in dieser Stunde sterben. Opiumschwaden, Fäkalien. Meine Familie ist im Iran. Ich wurde abgeschoben vor einem Monat. Ich bin krank. Im Iran habe ich Opium genommen, weil ich Beinschmerzen hatte. Hier bin ich abhängig geworden. Die Krankheit kann jeden treffen. Seit 4 Tagen habe ich Blut im Urin. Ich gehe zum Arzt. Er verlangt Geld. Ich habe kein Geld. Aufruhr im staatlichen Entzugszentrum. Während unserer Dreharbeiten werden wir attackiert. Kahlgeschoren. Nicht alle sind freiwillig hier. Ich bin seit 32 Tagen hier. Ich bin Gott dankbar, dass ich wieder gesund bin. Ich muss noch eine Zeit lang im Krankenhaus bleiben. So sieht es das Gesetz hier vor. Patienten sind hier auf kaltem Entzug. In Afghanistan gibt es keine Behandlung mit Methadon. Wir behandeln die Erkrankungen, die während des Drogenkonsums entstehen. Das Drogenzentrum, ein ehemaliges Camp der Amerikaner in Kabul. Zurück ins Leben. Drogensüchtige werden umgeschult zu Mechanikerlehrlingen und Schneidern. Mit Sportübungen fit gemacht für ein neues Leben. Ghulam Hussein hat es geschafft, als Gärtner. Von der Brücke bis in dieses Restaurant.
Heute sehe ich mein Leben 60% heller. Zuvor hatte ich überhaupt keine Hoffnung. Wir waren zu zweit, als wir aus Pakistan abgehaut sind und hierher kamen. Mein Gefährte starb im Drogenrausch. Wir waren unter der Brücke. Ich war nicht fähig, einer Arbeit nachzugehen. Ich war nur noch Haut und Knochen. Es gab kein Fleisch mehr in meinem Körper. Ich war nur noch ein Skelett. Leider, Haidari kümmert sich um die Verdammten dieser Erde. Mit ihrem Restaurant finanziert sie die Drogenkranken Kabuls. Ich hatte einen drogensüchtigen Bruder namens Hakim. Er war älter als ich. Er nahm 20 Jahre lang Drogen. Ich kann sehr lebensnah erzählen, welche Schmerzen die Familie eines Drogensüchtigen durchmacht und wie viele Schmerzen ein Drogensüchtiger erleidet und wie sehr seine Familie und seine Umgebung mitleiden. Ihr Engagement für die Drogensüchtigen und die Menschenrechte, ein lebensgefährlicher Job. In den vergangenen 6 Jahren wurde ich hier 2-mal körperlich angegriffen. Einmal auf der Straße. Beim 2. Mal setzte ich mich in ein Auto, von dem ich annahm, dass es ein Taxi war. Das war aber kein Taxi. Das waren Personen, die mich verfolgt hatten. Und als ich ein Taxi bestellte, haben sie mich in ihr Auto gesetzt. Sie wollten mich mit meinem Chador erwürgen, wenn ich mich recht erinnere an diese 5 Minuten. Sie haben mich dann auf einen belebten Platz aus dem Auto geworfen. Bei allen Mühen und Sorgen des Alltags, die Lebensfreude ist ungebrochen. Leben ist stärker als Sterben. Kebab Time in Kabul. Heiß, aber gut. Kabil Palau, eines der afghanischen Nationalgerichte. Ahmed Farid, der Koch, verrät uns dieses Küchengeheimnis. Wir machen das nach usbekischer Art. Das ist in Afghanistan sehr beliebt. Zuerst geben wir Öl in den Topf, dann machen wir Feuer. Wenn das Öl heiß genug ist, geben wir Zwiebel dazu. Wenn die Zwiebel geröstet sind, geben wir Fleisch dazu und kochen es bis zur Zubereitung. Kabul, fern von Krieg und Terror. Erholung vom Kriegselend am Kargasee. Wochenendausflug für die oberen 10.000. Zurück in Kabuls Realität. In der Werkstätte von Ijowodja Sediki. Ein Bauherr für Betonmauern. Es ist schlechter geworden. Es gibt keine ausländischen Auftraggeber mehr. Es gibt kein Budget. Es gibt keine Arbeit mehr. Unsere Produkte sind heute nicht mehr so gefragt wie früher. Früher haben die Ausländer 400, 500 oder 1000 dieser Betonmauern bestellt. Mein Kabul. Idylle und Glück, Gelassenheit im Chaos, Hoffnung nach aller Zerstörung, Wiederaufbau in Armut. Eine neue Generation, der es besser gehen möge, auf neuen Wegen. Hier und in den Straßen nebenan waren Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre die beliebten Hippie-Lokale
Unter anderem das legendäre Sigis, in dem es billiges Wiener Schnitzel und auch anderes gab. Hier spazierten Kabuls Mädchen in Miniröcken. Das war einmal der Traum von Kabul, das verlorene Paradies der Blumenkinder. Mehr darüber in Kürze. Bleiben Sie dran.